Die EZB-Sitzung in Frankfurt ist erst vor wenigen Minuten zu Ende gegangen und offenbar hat das die Anleger gefreut, was sie hier zu hören bekamen. Der DAX hat kurzzeitig die 8000-Punkte-Marke geknackt. Was die Anleger denn hier zu hören bekamen, das möchte ich heute wissen von Michael Stegmüller von Performance IMC. Herr Stegmüller, was war denn so erfreulich für die Anleger, was ihr aus Frankfurt zu hören bekamen? Ja, Draghi hat wieder seine wichtigste Waffe sprechen lassen, nämlich seine Worte. Und er hat dem Markt letztendlich gesagt, dass er alles dafür tun wird und den Markt darauf vorbereitet, dass die Zinsen möglichst lange niedrig bleiben werden. Und das ist natürlich im Kontrast zu sehen mit dem, was wir gerade in Europa sehen. Die Angst letztendlich, dass die Staatsschuldenkrise wieder etwas ausbreiten könnte und dass wir die letzten Wochen eben doch steigende Zinsen hatten, die überwiegend von Konjunkturoptimismus aus den USA geprägt wurden. Aber reicht das bereits aus, um dem DAX jetzt wieder zu neuen Höhen zu verhelfen? Ja, ich denke, wir hatten so ein bisschen richtungslosen Handel die letzten Tage. Die Märkte sind grundsätzlich eigentlich, glaube ich, sehr positiv eingestimmt, was die Ergebnisse und was die Aktienentwicklung angeht. Der Markt ist ein bisschen positiv und insofern hat das eigentlich gereicht, um dem Markt jetzt mal kurzfristig so einen kleinen Schub zu geben. Und das freut uns natürlich, weil es ein bisschen den Druck aus dem Markt rausnimmt. In Kürze steht in den USA wieder die Berichtssaison im Haus. Sind auch von dieser Seite weitere positive Impulse für den DAX zu erwarten? Ja, wir glauben, dass wir bis zum Ende des Sommers letztendlich hier auch in einer Handelsspanne uns bewegen werden und die Berichtssaison, die nächste Woche startet, von der wir eigentlich glauben, dass sie gut beginnen wird, aber wir wissen nicht, ob sie wirklich alle Anleger nochmal dazu bringen wird, jetzt zu investieren. Insofern wird das sehr wichtig sein und dann werden wir sehen, ob wir schon nächste Woche oder die nächsten Tage Einstiegschancen nochmal bekommen für einen Aktienmarkt oder ob wir uns bis zum Ende des Sommers letztendlich gedulden müssen. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie aktuell keine Einstiegschancen in den deutschen Aktienmarkt sehen? Also unser mittel- bis langfristiges Szenario steht fest. Wir würden schwache Tage nutzen, also alle Tage auch so in Richtung 7, 8 oder darunter sind eigentlich strategische Einstiegszeitpunkte. Aber es ist nicht auszuschließen, dass wir nochmal deutlich tiefer gehen. Das heißt, dann müsste man immer noch genügend Kasse haben, um dort auch entsprechend zugreifen zu können. Michael Stegmüller von Performance IMC, vielen Dank für das Gespräch. Danke.